Ein Junge mit Make-up wird fertig gemacht. Ja, heute wieder eine krasse Story. Fridolin und Baby Fridolin sind hier beide am Start. Die sitzen hier und gucken hier von der Seite auf jeden Fall zu. Baby Fridolin, wenn du nicht so doofe Kommentare bringst und dich gut benimmst, dann darfst du auch wieder auf dem Mikro sitzen, okay? Deal? Deal. Okay, los geht's. Klasse! Wow! Das war deine schnellste Zeit bisher. Was ist das denn für eine Synchronstunde? Wow, das war deine schnellste Zeit bisher. Egal, wir konzentrieren uns auf die Geschichte. Die Synchronsprecher sind irgendwie manchmal komisch. 49 glatt. Großartige Arbeit, Greg. Nächstes Mal gehe ich unter die 49. Ihr werdet sehen. Wer zum Teufel ist das? Und warum trägt er unser Trikot? Hey, Coach. Bin bereit für das Training. Hey Leute, ich hab vergessen euch zu sagen, das ist Nigel. Er ist gerade hierher gewechselt. Er war Läufer in seiner alten Schule und er wird Alexes Platz einnehmen. Oh, Alex ist scheinbar verletzt und ich glaube, der Neue wird hier in diesem Team nicht so hervorragend aufgenommen. Sagen wir es mal so nett ausgedrückt, ja? Was? Meinen Sie das im Ernst? Nein, das ist wohl ein Scherz. Ich meine, seht ihn euch an. Er sollte im Leichtathletikteam der Mädchen sein. Er spielt keine Rolle, wie er aussieht. Ich habe seine Statistiken gesehen. Der Junge kann rennen. Ja, okay, reicht ein bisschen, Bro. Ja, ein bisschen Anstand, ein bisschen Respekt. Du musst es ja nicht tragen, wenn du nicht willst. Warum man das jetzt beim Laufen trägt, ist, ich würde mir jetzt vorstellen, dass es eher hinderlich ist, weil man ja schwitzt und das dann irgendwie runterläuft. Aber come on, wenn er gute Leistung bringt und menschlich gesehen ein lieber Mensch ist, so dann egal. Echt? Noch mehr solche Kommentare und ich werde als nächstes deinen Ersatz finden, verstanden? Es ist mir egal, ob du der Schnellste im Team bist. Also, versuchen wir es noch einmal. Okay, der Coach setzt sich für den Neuen ein. Wir sind zwei Siege von der Meisterschaft entfernt. Bleibt also konzentriert. Es tut mir leid. Die werden sich an dich gewöhnen. Also, dehn dich, dann fangen wir an, okay? Hallo, willkommen. Ups. Die Plätze. Fertig. Und los. Wir machen die Staffel auf. Okay, das Team führt. Schnell. Ja, wir haben einen guten Start hingelegt. Wir haben diesen Sieg in der Tasche. Ja, Sieg in der Tasche würde ich noch nicht sagen. Vor allem, die sind ja auch in... die sind sogar Innenbahn. Die sind vorne und in der Innenbahn. Das ist natürlich echt stark. Ja, tatsächlich. Ja, genau, richtig. Komm schon. Schnell. Oh nein. Oh mein Gott, du machst wohl Witze. Das ist nicht gut. Oh, komm schon, so viel zum Thema Sieg in der Tasche. Aber wessen Schuld war das jetzt? Vom Neuen oder war die Übergabe einfach schlecht? Nigel, du schaffst das, komm schon. Und los, Geschwindigkeit, du schaffst das, Geschwindigkeit, du schaffst das. Wow, der hat ordentlich aufgeholt. Klasse, gute Arbeit, weiter so. Beeil dich! Komm schon, Nigel, los jetzt, Fokus! Ich kann's nicht glauben, Alter! Okay, komm schon, Greg! Du gewinnst es schon, komm schon! Ja, die gewinnen. Greg, mach schon! Schneller! Oh, das war so knapp! Rotes Team! Was? Rot? Tatsächlich, Rot hat gewonnen. Gut gemacht. Ja, wir haben es geschafft, Mann. Ja, sogar mit der Schwätzhand dabei. tut mir wirklich leid, Leute. War das denn seine Schuld? Wirklich. Hast du nicht deine Hände gewaschen, nachdem du deinen Make-up aufgetragen hast? Konntest du deshalb den Staffelstab nicht halten? Es war ein großer Fehler von Coach Myers, dich ins Team zu nehmen. Hier ist etwas Wasser, Alter. Danke, Mann. Weißt du was? Ich glaube, Nigel braucht es mehr als ich. Hier. Wasch dein Make-up. Vor allem das eigene Team, das ist so sinnlos, Digga. Das ist doch dein eigenes Team. Ihr wollt doch gewinnen und ihr könnt halt beim Staffellauf nicht einzeln gewinnen, sondern ihr müsst als Team gewinnen. Und also ein Teammitglied fertig zu machen, das ist halt so kontraproduktiv. Was zum Teufel, Greg? Warum hast du das gemacht? Oh, komm schon. Nigel war heiß. Ich habe nur versucht, ihn abzukühlen. Richtig, Kumpel? Wir gehen in die Umkleidekabine und feiern unseren Sieg, den Nigel fast versaut hat. Alles okay? Ja, alles gut. Vielleicht war es ein Fehler, dass ich ins Team bin. Unsinn!
Nein. Unsinn. Ja, der Trainer setzt sich auf jeden Fall ein. Er könnte aber noch ein bisschen mehr machen hier, wenn man ein richtig klares Machtwort sprechen, dass hier eine Null-Toleranz-Politik ist und so Mobbing halt einfach null toleriert wird. Und wer gemobbt, der ist raus. So. Du hast vielleicht den Stab fallen lassen, aber ich habe gesehen, wie schnell du warst. Das nächste Rennen wird besser. Ah, okay, er hat den Stab verlassen. Also es war sogar ein bisschen sein Ding, leider. Bleib schön dran. Boah, das Schlimmste überhaupt, Staffellauf, dieses Staffelübergeben. Boah, wenn wir das in der Schule gemacht haben, ich hab's gehasst. Hey, komm schon. Lass uns los. Hey. Nigel, hör zu. Es tut mir so leid wegen der Kerle. Du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden, okay? Ja, aber jetzt mach dir die Nägel hier nicht über den schönen Chicken Nuggets. Wenn da was gleich runtertropft, dann sind die Chicken Nuggets im Ja, aber sie liegen nicht falsch. Ich hätte uns fast verlieren lassen. Oh, komm schon, wir haben alle mal den Stab geschmissen. Okay, sogar Greg. Lass dich... Er ist auch richtig korrekt. ...ich nicht von ihm unterkriegen. Und außerdem ist die Bahn nicht alles. Es gibt... mehr im Leben, als nur schnell zu laufen. Für mich eher nicht. Was meinst du? Willst du das essen? Die Nuggets lässt er sich nicht entgehen. Er kann ja froh sein, dass er da nicht drauf getropft hat. So viele Leute verurteilen mich, weil... Die synchronische Stimme ist auch so komisch. Hat der Helium genommen, oder was? So viele Leute. Diese... egal. Ich, ja. Ich Make-up trage. Sie denken, deshalb kann ich mit anderen nicht mithalten oder sportlich sein. Ja, Fridolin, jetzt komm her. Ja, ja, der hat gerade nochmal genervt. Er darf jetzt hier wieder sitzen auf dem Mikrofon. So, gut für dich. Und normalo Frido, der große Frido sitzt hier, ja? Sie wollen mich in der Schublade stecken. Hm. Kennst du Redmond Brock? Oh, dieser lustige Typ auf Instagram, der Make-up trägt? Er ist viel mehr als das. Er ist ein Athlet, wurde gerade von Nike gesponsert. Schau. Oh. Selbst mit komplett geschminktem Gesicht läuft er immer noch jeden auf der Bahn davon. Er hilft dabei, Stereotypen abzubauen. Ich möchte genau wie er sein. Das ist krass. Ist das nicht, was du tust? Nicht, wenn wir durch mich fast das Rennen verloren hätten. Was haben wir denn hier? Er verwandelt dich doch nicht, oder, Alex? Komm schon, Mann, nicht. Digga, ich verstehe halt nicht so, du musst dir ja nicht die Nägel machen, wenn du auf keinen Bock hast. Aber lass ihn doch einfach in Ruhe. So, dieses Mobben muss halt nicht sein. So, lass ihn doch einfach in Ruhe. Meine Güte. Wenn er gut läuft, ihr müsst doch nicht beste Freunde werden. So. Und ihr müsst doch jetzt nicht jeden Tag rumhängen oder was weiß ich so. Ihr müsst einfach im Sportteam zusammen einfach in einer Mannschaft sein. Ich war auch in der Fußballmannschaft jahrelang und da mochte ich auch nicht jetzt jeden so übel krass. Aber man war Teammitglied, Teamkollegen, dann hat man zusammen Fußball gespielt und in der Freizeit muss man ja nicht irgendwas zusammen machen. Fertig. Fertig. Ganz einfach. Wir sind alle Menschen. 8 Milliarden Menschen. Willst du, dass dir alle 8 Milliarden Menschen perfekt gefallen? Nein, es wird immer Menschen geben, die halt anders denken, anders sind so. Komm mit denen klar und fertig. Fertig. Cool. Ich meine, es ist nur eine ehrliche Frage. Es sei denn, es sind Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, terroristisch sind oder was Böses, richtig böse Sachen machen. Dann ist das was anderes mit dem Tolerieren. Aber er tut halt niemandem was, so, ne? Okay. Er ist zu beschäftigt, seine Nägel zu lackieren. Oh ja? Welche Farbe haben wir denn hier? Schluss damit, Greg. Gib's einfach zurück. Oh, du bekommst es zurück. Kirschrot. Eigentlich. Diese Farbe steht dir gut. Greg. Oh. Alter, er kippt das jetzt aus seinem Kopf auf. Aus. Und alle lachen. Hör auf. Vor allem, das geht ja nicht ab. Nagellack ist richtig hartnäckig. Ich meine es ernst. Hey, was ist denn hier los? Oh, nichts. Nur eine freundliche kleine Einführung, um das neueste Mitglied im Team willkommen zu heißen, oder? Das sieht aber nicht sehr freundlich aus. Geht's dir gut? Ja, wir haben nur herumgespielt. Boah, er hat die nicht verpetzt? Wenn wir das nächste Rennen verlieren und wir schaffen es nicht ins Finale wegen dir, wird das nicht gut ausgehen. Rote immer noch, Alter. Mann, ich fange wirklich an, diese Typen zu hassen. Geht's dir gut? Warte. Nigel. Das ist es, Leute. Das letzte Rennen zwischen uns und die Meisterschaften. Heute...
zwischen uns und den Meisterschaften. Das ganze Video besteht nur daraus, dass ich dem nachplapper. Bitte, werden wir die Dinge ein wenig auf den Kopf stellen und Nigel wird unser Schlussmann sein. Sehr viel Verantwortung. Training hat er Zeiten hingelegt. Sie scherzen, oder? Auf keinen Fall. Ich bin immer Schlussmann. Das ist die Aufgabe eines Coaches, dass der halt eben bestimmt, wer wann läuft. Das hast du gar nicht zu bestimmen. Das macht der Trainer. Das ist sein Job. Das macht der Trainer. Ich denke, es ist eine gute Idee. Versuchen wir es einmal. Nein. Wenn das passiert, gehe ich. Wir sind bereit zum großen Nachteil, ihn überhaupt im Team zu haben. Ich traue dem Kerl nicht zu, dass er das Rennen für uns macht. Gut. Dann wird Nigel unser erster Läufer sein. Sehen Sie... Was ist das denn für ein Trainer? Der lässt sich jetzt einfach überzeugen. Was ist das denn für ein Trainer? Die haben gar nichts zu sagen. Das ist klug. Wenn die Mannschaft gebündelt zum Trainer gehen würde und würden sagen, hey Trainer, so, wir haben uns viele Gedanken gemacht und wir sehen das alle so gleich, dass es so und so schlauer wäre, dann könnte der Trainer sich nochmal irgendwie Gedanken machen. Aber weil einer irgendwie was dagegen hat, nein, so der Trainer bestimmt die Aufstellung und fertig. Dann können wir einen langsamen Start wettmachen. Ja. Außerdem, er kann den Start nicht verlieren, wenn er ihn nicht bekommt. Greg, hör auf damit, das reicht. Coach, wir fangen jetzt an. Okay, Jungs, gebt es alles, was ihr könnt. Lasst uns da rausgehen und dieses Rennen gewinnen. Ja, auf geht's. Komm schon. Ja, vielleicht, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass die jetzt verlieren. Und zwar nicht wegen Nigel, sondern wegen Schlussmann. Und dann ist er ganz ruhig plötzlich, glaube ich. Und auf geht's. Okay, alles klar. Wird schon gut. Hey, wie viel? Wie viel was? Wie viel kosten die Tickets für die Freakshow? Du bist ein Clown, oder? Okay, die gegnerische Mannschaft mobbt ihn jetzt auch. Freunde, machen ganz kurz die Grüße, dann gucken wir mal an, wie das Ganze ausgeht. Grüße gehen raus an die Margangster, an Lea, an, keine Ahnung, sehr cooler Name, und an Vautor. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, folgt mir einfach auf Instagram und schreib mir dort eine Nachricht. Du solltest mit Make-up oder so etwas spielen. Solltest nicht mit echten Männern rennen. Aber egal, das sollte ein Kinderspiel sein. Alles klar, Läufer, seid bereit. Okay, der Schiedsrichter hat es auch gehört, aber der hat das jetzt ignoriert. Warte, deine Nägel sind auch lackiert. Auf die Plätze. Brich bloß keinen Nagel ab. Ich glaube, er sagt etwas zu Nigel. Ich hoffe, dass ihn das jetzt nicht noch ablenkt. Fertig? Hey, Weichei, du hast etwas fallen lassen. Hä? Oh mein Gott! Oh Nigel, aber du bist ein professioneller Läufer, du kannst dir nichts davon sagen lassen, das ist wie im Fußballprofi, wenn auf dem Platz jemand dir was zuflüstert, das musst du ignorieren oder danach melden oder so, aber du darfst dich davon nicht beirren lassen. Oh, hey, yo, das kann jetzt nicht wirklich sein. Komm schon, Nigel. Du, ich hab's dem Coach gesagt. Ich hab's ihm gesagt, er wollte nicht auf mich hören. Was hast du gesagt? Du hast gesagt, er soll Start-Ding sein, jetzt ist er Startläufer und das ist auch falsch, oder was? Er nimmt Fahrt auf, er holt darauf. Er überholt ihn sogar noch, krass. Komm schon, Nigel! Ja! Los jetzt, hau das rein! Das ist unser Mann! Ah, vorwärts, los! Das sieht sehr langsam aus, der Gegner läuft ja absolut das schnellste Tempo. So sieht's auf jeden Fall aus. Komm schon! Vorwärts, komm schon! Ja, die Gegner führen immer noch. Komm schon! Weiter so! Komm schon, Greg, du schaffst das! Jetzt kommt der Schlussläufer. Komm schon, bitte, Greg, du schaffst das! Ja! Oder komm ist schon. Schon der Schlussläufer? Ja, ist schon der, das ist schon der Schlussläufer. Komm schon, Greg! Jo! Was ist los mit dir, hä? Du hast uns gerade die Meisterschaft gekostet. Hast du eine Ahnung, wie hart der Rest von uns arbeiten musste? Ja, er soll sich mal jetzt ein bisschen beruhigen, so. Aber, ja, man hätte mit der Anfangsausstellung gehen sollen. Beziehungsweise, ja, war das natürlich wirklich ein bisschen sinnlos, dass er sich davon beirren lässt, wenn ihm irgendwas gesagt wird. So weit zu kommen und du... Aber es ist natürlich auch super unsportlich. Also, wir müssen nicht darüber reden, es ist super unsportlich vom Gegner natürlich, ne? Ruinierst alles! Es tut mir wirklich leid. Nein, es tut dir nicht leid, okay? Geh, spiel mit deinen Puppen. Du verdienst es nicht, in diesem Team zu sein. Wir hätten es zum Ende schaffen können, wenn du nicht gewesen wärst. Hey, das reicht. Wir reden mit niemandem auf dieser Art, schon gar nicht mit Teamkollegen. Teamkollegen? Die Saison ist vorbei, Coach. Das war unser letztes Rennen. Alles nur wegen ihm.
Wie geht's dir? Hör zu, ich wollte dir nur sagen... Tut mir leid, aber ich bin nicht in der Stimmung, darüber zu reden. Okay, ich habe gerade unsere Chancen auf die Meisterschaft ruiniert. Eigentlich hast du nicht. Worüber redest du überhaupt? Coach kam gerade rein und hat uns mitgeteilt, dass das andere Team disqualifiziert wurde für schlechten Sportsgeist. Weil ich hab das doch gesagt, der Schiedsrichter hat das mitbekommen. Der hat das mitbekommen und finde ich halt fair. Also wer so eine Unsportlichkeit macht oder so Gegner einfach so beleidigt oder ablenkt, so, das ist halt unsportlich so. Ne? Man kann normal gewinnen, dann ist alles cool, dann gibt es einen besseren, so, aber das ist eine Unsportlichkeit. Okay, die haben gewonnen. Du machst Witze. Nein, der Schiedsrichter hat gehört, wie der andere Läufer dich schlecht geredet hat. Das bedeutet also, dass... Jo, wir gehen zum Finale. Kannst du es glauben? Und, naja, weißt du, es ist wegen dir, dass wir gehen können. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch machen will. Was? Aber ich dachte, dass dies dein Leben ist. Deine Chance, Stereotypen zu durchbrechen. Ich meine, komm schon, dies ist das erste Mal, dass unsere Schule seit 7 Jahren dabei sein wird. Das ist riesig. Ja, das hat nichts mit mir zu tun. Wenn überhaupt, halte ich uns nur zurück und ich helfe, den Stereotyp zu etablieren. Ich habe so satt, allen den Erfolg zu vermasseln. Oh, du hast es satt, allen den Erfolg zu vermasseln? Komm schon, komm schon. Du kannst nicht einfach aufgeben. Alex, du warst ein guter Freund, aber ich sagte, ich bin fertig. Hey. Was würde Redmond Brock in dieser Situation sagen? Weiß ich. Also er würde sicherlich nicht das Handtuch werfen. Also, und die Schuhe an Nagel hängen. Also, der würde auf jeden Fall weitermachen. Weiter kämpfen. Nicht. Du weißt es nicht? Nein. Nein? Glaubst du, er würde nach 2 schlechten Rennen einfach aufgeben? Wahrscheinlich nicht, aber ich bezweifle, dass Redmond jemals den Stab fallen ließ oder im Rennen gestürzt ist. Warum? In den ersten Rennen? Vielleicht schon. Fragst du ihn nicht? Jeder hat mal klein angefangen. Einfach. Ja, klar, lass mich ihn mal kurz anrufen. Ich habe die Nummer gespeichert. Nein, 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 ich meine es ernst. Er macht immer Instagram Lives. Jo, er ist gerade live. Da ist er. Warte, frag ihn. Er kriegt tausende von Kommentaren. Er wird meine Frage auf keinen Fall sehen. Wir versuchen ihn anzufragen. Vielleicht nimmt er dich ins Live auf. Das ist Zeitverschwendung. Oh, warte mal kurz, okay? Wer weiß? Mario fragt gerade, ob ich Filipino bin. Mario fragt gerade, ob ich Filipino... Warum ist sie das jetzt so übertrieben machen? Nimm doch einfach normale Synchronsprecher. Ach, wo sonst bekomme ich wohl diese schönen Haare her? Okay, mal sehen. Hier kommen gerade viele Anfragen rein. Ich werde jemanden... Okay, 1000 Zuschauer. ...hinzufügen. Girl, bitte. Du platzt mir meine Trommelfelle. Tut mir leid. Ich glaub's nicht, dass ich mit dir rede. Du bist mein Idol. Richtig, ja. Offensichtlich liebe ich Make-up. Sorry, ist ein bisschen verwischt gerade, weil ich gerade ein Rennen gelaufen bin. Meine Frage ist, die Leute in meinem Team mobben mich die ganze Zeit und ich bin mir nicht sicher, ob ich's schmeißen soll oder... Hör zu, Queen. Trag deinen Kopf hoch, sonst wackelt die Krone und wird auf den Boden fallen. Alles verstanden? Ich hatte so viele Haters. Sorry. Und immer noch. Aber weißt du, was du machst? Du machst weiter. Weil du nie erfahren wirst, was kommt, wenn du jetzt aufhörst. Es ist wie ein Bahnrennen. Du musst weiterlaufen, wenn du die Ziellinie überqueren willst. Richtig? Richtig. Gib nicht auf, Bubu. Bubu? Lauf weiter. Mua. Danke, Redmond. Du rockst. Toodles. Bye, ihr Lieben. Ich kann jetzt wohl nicht aufhören. Ja! Alter, ich hab's dir gesagt. Wer hätte gedacht, dass ich mit Redmond... The
Okay, er trainiert einfach alleine weiter. Training, Training, Training. Und so langsam nehmen die Teamkollegen ihn auch auf, weil er halt, glaube ich, sehr, sehr gute Zeiten läuft. Ja, nur hier Kollege Greg hat natürlich was dagegen. Alle zusammen, kommt her! Also, ich will nur sagen, dass ich stolz drauf bin, wie hart ihr gearbeitet habt. Ich habe ein wirklich gutes Gefühl bei diesem Rennen, vor allem, wenn du deinen Rekord brechen kannst, Greg. Nun, es wird keine Rolle spielen. Wir werden wieder verlieren, wenn Nigel einen Fehler macht. Der hört echt nicht auf, ne? Also, es ist ja egal, ob du jetzt deinen Teamkollegen magst oder nicht, aber man kann nicht mit so einer Einstellung in ein Spiel gehen. Wir werden eh wieder verlieren, wenn das und das passiert. Nein, optimistisch sein, Teamgeist, wir packen das, Jungs. Das ist so wichtig, Psyche ist so wichtig. Der Geist, das Mindset, so, damit man auch das schafft, was man will, so. Das wird er nicht. Er hat härter trainiert als alle anderen. Mhm. Und da wir gerade von Nigel sprechen, er wird heute unser Schlussmann sein. Ja, richtig. Das ist wohl ein Scherz. Ja, letztes Mal hat der Trainer sich auch überreden lassen. Mal gucken, ob das jetzt wieder passiert. Ich sagte schon, ich bin raus, wenn das der Fall ist. Okay. Also. Geh. Das ist verrückt. Okay, das ist crazy. Der Trainer sagt einfach geh. Sieh, dass wir verlieren oder so? Der schnellste Läufer soll immer der Schlussmann sein, Coach. Du musst mir hier einfach vertrauen. Coach, es fängt gleich an. Alles klar, Leute. Viel Glück da draußen. Gebt alles, was ihr habt. Kommt schon. Ja, los jetzt. Okay. Kommt schon, auf geht's. Hör zu. Ich weiß nicht, was Coach in dir sieht, aber wir können kein weiteres Rennen verlieren. Läufer bereit. Auf die Plätze. Fertig. Die Hände waren über der Linie, aber egal. Alles klar, und los jetzt. Wir hatten einen guten Start. Komm schon, Jungs, lasst uns vorwärts. Halt das Tempo. Okay, komm er läuft als halt erstes. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Komm schon, okay. Greg läuft als drittes und Greg wird Nigel dann den Stab geben. Mal schauen. Guter Job, wir kriegen's hin. Weiter so, weiter so. Okay, wir führen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Bis zum Ziel, bis zum Ziel. Okay, Greg ist dran. Komm schon. Greg, du Idiot. Oh. Was, Greg? Hey, du schaffst das, Greg, komm schon. Komm schon. Komm schon, Greg. Ah, jetzt hat Greg aber danach, muss Greg ganz, ganz kleine Brötchen backen. Also fast schon Mini-Brötchen, Kollege. Ich will ja nichts sagen. Aber du hast sehr große Sprüche gekloppt und du hast gerade das Staffelholz fallen lassen. Ja, und Nigel wird jetzt das Ende machen. Und wenn Nigel natürlich deinen Fehler aufholt, dann ist natürlich hier Nigel der absolute Held, ne? Ey, er hat das gleiche Shirt, also ein sehr ähnliches Shirt auf jeden Fall an. Nur eine andere Marke, aber ja. Los jetzt, Greg, lauf schneller, kämpf weiter. Vorwärts, los jetzt, komm schon. Da wird sie auf keinen Fall einholen können. Haben Sie Vertrauen? Oh, komm schon, Nigel, komm schon. Vorwärts. Nigel. Er schafft es, ja. Nigel, vorwärts. Nigel ist eine absolute Rakete, da, Leute. Schneller. Er wird schneller und schneller. Alles auf der Strecke. Maschine, Junge. Zieh, das, Nigel. Komm schon, weiter Junge, so. Nigel, zieh. Gib einfach alles. Nigel, schneller. Ja, los. Gib noch Kraft. Das ist dein Moment. Bring's nach Hause, Nigel. Yeah! Bring's nach Hause, Nigel. Nein, Nigel hat das Ding nochmal geschaukelt. Na ja, gut, jetzt ist natürlich Nigel der Held. Ja, du hast es geschafft. Tja, Greg. Tja, Greg, er hat deinen Fehler wieder gut gemacht. Also, du hast den Schulrekord gebrochen unter 48 Sekunden. Das ist unglaublich. Was? Oh mein ja. Gott. Ja. Hey, Nigel. Okay. Macht er weiter oder zollt er ihm Respekt? Weil er jetzt gesehen hat, okay, das war wirklich eine krasse Leistung. Ja, ich glaube, er sagt gute Arbeit. Tolles Rennen. Ja, tolles Rennen. Danke, dass du mich da gerettet hast. Verarscht, nein. Sorry, ich bin heute ein bisschen albern irgendwie. Kein Problem. Dafür sind Teamkollegen doch da.
Und Nigel verzeiht ihm sogar einfach, ne? Was Greg ihm angetan hat, alles so, da müsst ihr ihm eigentlich nicht die Hand schütteln, aber er macht es trotzdem. Um ehrlich zu sein, ich bin überrascht, dass du durchgehalten hast. Naja, bei der Art, wie ich dich behandelt habe. Du hast es geschafft. Das stimmt. Ja. Nun, du weißt nie, was vor dir liegt, wenn du vorher aufgibst. Leute, wir haben die Meisterschaft. Ja! Ja! Wuhu! Ja! Wuhu! Entschuldigung. Ja? Hallo Nigel, ich bin Phil Bright und arbeite für Nike. Ich wollte nur sagen, dass ich sehr Das war wirklich Zufall, dass ich heute so ein weißes Poloshirt anziehe. Aber ich arbeite auch zufällig bei Nike. Und Friede, Baby Friedelin, hast du Lust auf ein Sponsoring? Doch bin von dem, was sie da geleistet haben. Sie brechen Klischees über Sportler auf der ganzen Welt. Und ich würde gerne einmal mit ihnen über Sponsoring sprechen. Oh. Ist das okay? Klar. Das ist mehr als okay. Machen Sie Witze, das ist ein wahr gewordener Traum. Ich hatte auf diese Reaktion gehofft. Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an. Männer? Coach! Hey Leute, Pokal! Ja, kommt schon! Yeah. Nach fast einem Jahrzehnt holen wir den Pokal nach Hause! Ja! Hey, vielen Dank Leute für all eure harte Arbeit. Nun, auf unseren Stahlläufer! Ja! Ja! Wir haben es geschafft! Wisst ihr eigentlich, sollte Nigel den hier tragen? Er hat es verdient. Okay, auch wenn das natürlich echt hart ist, was Greg getan hat, so, das zeigt jetzt auch Stärke. Er hat Stärke gezeigt, dass er weiter durchgehalten hat und ihm direkt verziehen hat. Greg zeigt jetzt Stärke und das muss man auch, ja, schätzen, ne? Wertschätzen. Nigel! Frido! Baby Frido! 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 Oh. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Mein Name ist Amago, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen, Frido wird sich freuen, Baby Frido wird sich natürlich auch freuen. Hier könnt ihr mich abonnieren, hier ist mein Instagram, hier sind zwei andere coole Videos, checkt sie ab und dann bis morgen zu einem neuen Video. Ciao, ciao.